Heute zeige ich Ihnen einmal, wenn es Probleme gibt mit dem Abschirmen, zum Beispiel in den Nasszonen, im Badezimmer oder bei der Küche, was man da machen kann. Hier sind wir jetzt im Badezimmer und hier bei der Badewanne, sehen Sie, kommt WLAN-Strahlung rein. Hier sehen Sie, mittlerer Bereich, über 200 Mikrowatt. Und dieser Bereich erstreckt sich jetzt hier etwa so ein Meter etwa. Hier ist schon wieder fertig. Gehen wir in die Mitte zu. Hier ist der stärkste Einstrahlungspunkt. Da drüben ist auch schon wieder fertig. Jetzt kann man einfach auch Trittschallfolie einsetzen mit Alu und Sie sehen, beim stärksten Einstrahler über 200 ist nichts mehr da. Da kann man auch duschen, kann man Wasser drüber laufen lassen und einfach hin und wieder hinter die Folie schauen wegen Schimmelbildung. Sie sehen, wenn hier über 400 Mikrowatt Mikrowellenstrahlung reinkommt. Und Sie sitzen jetzt hier daneben, hier haben wir das WC. Sehen Sie? Haben Sie es auch hier am Kopf? Doch permanent Strahlung. Manche Leute sitzen lange auf der Toilette und lesen Zeitung. Und da werden sie die ganze Zeit bestrahlt. Hier kommt der Strahl in nur einer relativ schmalen Bandbreite. Jetzt gehen wir hier vom Bad raus in die Küche. Und Sie sehen, selbst durch zwei Wände hindurch kommt die Strahlung noch vom Badezimmer. Hier mit dem Akustikum im Badezimmer. Hier, wo Sie den Schädel haben, auf der Schüssel. Dann gehen wir auch wieder in die Küche. Auch hier durch zwei Wände hindurch. Und jetzt mit der Abschirmung im Badezimmer, sehen Sie? Kommt man so fast in den grünen Bereich. Dann gehen wir in die Küche. Auch hier sehen Sie, so eine Abschirmung, die stört auch gar nicht groß. Und es ist eben super, dieses Material. Macht das Wasser überhaupt nichts aus. Wenn Sie die Vorhang ziehen, sehen Sie gar nichts mehr. Wenn Sie Einbauschränke haben, dann können Sie notfallmäßig auch einfach die Türen mit Alu beschichten. Dann kommt die Strahlung von drüben auch nicht mehr rein.
Noch idealer ist es, wenn Sie es hier hinten anbringen, zuerst alles rausräumen und dann Alu-Trittschallfolie oder Alufolie reinkleben in den Einbauschrank. Dann ist er auch schon wieder fertig. Also Sie sehen, absolut undicht.